Es war einmal eine Grenze, heißt die neue Fotoausstellung, eröffnet am Freitag in den Räumlichkeiten der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin am Marienplatz. Die Grundlage dazu lieferte das umfassende Werk des Hagenauer Lokalhistorikers Kuno Karls. Seit Jahren sammelte der leidenschaftliche Heimatforscher Fotos und andere Dokumente aus der Zeit der Grenzeröffnung im November vor 25 Jahren. Über 500 solcher Fotos wurden nun in einem Bildband gesammelt. Die Ausstellung zeigt nur einige davon. Doch hinter jedem Bild steht seine ganz eigene, spannende Geschichte. Es waren ja nun gleich nach 1990 die Grenzen abgebaut. Sagen wir lieber, die Grenzzäune wurden gestohlen von der Bevölkerung. An die Elbe kamen sogar PKWs mit Hänger aus der Rostocker Gegend und haben sich diesen wertvollen Zaun gestohlen. Und nun war der ringsherum verschwunden. Aber hier ist das Tor drin zur Fähre runter. Dieses Tor schlossen die Grenzer jeden Abend, wenn die Fähre ihren Dienst einstellte, ab. Und morgens schlossen sie das Tor wieder auf, bis der Fährkapitän das sah und denen dann sagte, hört mal zu, ihr schließt ja jeden Morgen noch das Tor wieder auf und abends schließt ihr das wieder ab. Das ist doch gar nicht nötig, die Leute können doch daneben eigentlich rumgehen. Die Herausgabe des Buches wurde durch die beiden regionalen Sparkassenstiftungen gefördert. Die Ausstellung »Es war einmal eine Grenze« kann noch bis zum 31. März besichtigt werden.